Hi und willkommen. Mein Name ist Andy LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir einen auf Jesus gemacht mit unserem neuen Rotom Bike. Wir sind übers Wasser gefahren. Geil, was? Und ja, ich würde sagen, wir erkunden diesen Ort hier noch ein bisschen und mir ist direkt was aufgefallen, diese Trottel von Team Yell sind weg und wir sind jetzt hier und können oder auch nicht. Weiß nicht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, alles klar, gut, verschieben wir das. Er sah schon aus wie Trainer und da habe ich jetzt keine Lust drauf und wir gehen jetzt mal den Ort hier erkunden. Hier sind noch eine Menge Pokémon, die wir nicht gefangen haben. Das könnten wir ja auch noch nebenbei machen, ne? Was ist das? Oh, Togedemaru. Togedemaru. Streppoli haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? So heißen die Dinger. Wollen wir auch mal versuchen zu fangen, obwohl es ein Kampf und wir haben ein Stahl-Pokémon. An erster Stelle fangen wir das Ding. Bokolos, ne? Ne, Sedimantur. Bokolos war, glaube ich, die Entwicklung. Keine Ahnung. Oh, Bogensprung. In der Hoffnung, dass es hoffentlich erst einmal paralysiert. Nö. Oh, ich vergaß. Eisenstachel ist nicht so eine gute Idee. Dadurch blöd, so eine Fähigkeit zu haben. Perfekt. Wenn so das Pokémon zu fangen. Okay. Aua. So, Pokéball fliegt und Sieg. Ich habe 106 gefangene Pokémon bisher. Was ich jetzt nicht finde, ist so schlecht, ne? Voll. Erster Versuch, so muss das. Boah. Ich habe so die Hälfte der Pokémon und da tun sich jetzt einige entwickeln. Ich habe so die Hälfte der Pokémon, die ich gesehen habe, übrigens alle gefangen. Ich glaube, 214 gesehen und ja, ich habe 106 gefangen. Also nicht schlecht, ne? Aber erstmal Wommel entwickelt sich. Oh, geben wir direkt einen am Bommel ab. Glückwunsch, ein Wommel hat sich zu einem Bundlebee entwickelt. Bundlebee. Käferfee, ja. Es rüttelt, es rollt Blütenstaub und Honig zu Kugeln. In je nach Zutaten und Menge, die es hineinmischt, weisen sie eine andere Wirkung auf. Aber natürlich wird es noch überlernen. Nein. So, von dir kennen wir ja auch die Entwicklung, ne? Vor allem von Pokémon Schild. Muss ein Teammitglied von meinem offiziellen Team in Pokémon Schild. Aber ja, haben wir dich auch noch mal. Inferno-Port. Wenn es Hitze erzeugt, beträgt seine Temperatur über 800 Grad Celsius. Es bewegt seinen Körper wie eine Peitsche, um dann Gegner anzuspringen. Ja, wunderbar, warum ich das Pokémon so mag. So, Drifton entwickelt sich. Ja. Oh. Dein Drifton hat sich zu einem Drift Zeppeli entwickelt. Caesar Zeppeli. Geist und Fluch. Man sagt, es besteht aus den Seen, der die voller Gold verstorben sind. Es treibt lautlos in Zwielichtein. Ja, schon wieder so ein richtiger creepy Eintrag. Er hätte es auch anders gedacht. Das ist ein Geist-Pokémon. So, ach ja, wir haben mal ein Pokémon gefangen. Erz-Pokémon. Wenn die orangen Kristalle anfangs leuchten, ist Feucht vor spontanen Energieentladung geboten. So, gut. Wollen wir gerade so 4 neue Pokémon bekommen. So, Bundlebee, du gehst mal raus. Was kann sich denn noch entwickeln? Das ist mal eine gute Frage, ne? So, du müsstest doch jetzt nicht so viele Level hier brauchen, um mich zu entwickeln bei Level 39, ne? So, Planas entwickelt sich, glaube ich, mit einem Blattstein, ne? Ich überlege gerade. Duel. Und du Elefant. Ich habe auch noch nicht. Doch, deine Entwicklung haben wir schon gesehen, aber wir haben auch noch ein paar Schwächlinge.
Ja, versuchen wir mal mit dem Team. Kann vielleicht nicht sagen, kann vielleicht nicht schauen, wenn wir einen Sentimento neu in unserem Team haben. Oh, was hast du denn? Im Ballstück. Ewigstein, okay. Kannst du Trugschlag lernen? Mein Gott, haben wir 4 TMs. Ne, du kannst nicht Trugschlag erlernen. Nie können sie Trugschlag erlernen. Irgendwie wichtig zu sein für mein Team. Okay. Ja, mal, ich glaube, wir haben eigentlich auch alles schon gefunden. Ich glaube, wir waren links so was da, ne? Ja, dann gehen wir mal zur Naturzone, würde ich sagen, und tun da noch einige Orte untersuchen und wahrscheinlich Pokémon fangen, weil Naturzone geht halt gut, ne? So, du heim mich mal. Ja. Gut. Jetzt an Onix herumgelaufen, ne? Jetzt mal das mal endlich fangen. Hi. Aber ich merke gerade, ich habe nichts, um irgendwie dich einfangen zu können, vernünftig. Ich kann keine Attacken einsetzen gegen dich. Okay, Onix hat eine hohe Verteidigung normalerweise, also komm. Ja. Aber es schneit hier, also wird schon eine ganze Weile am Schneien, glaube ich. Letztes Mal, als ich hier war, irgendwie offscreen, hat es auch schon geschneit. Okay, ist gut, Kollege. Bei mir jetzt mal ein totiger Maro angegriffen wird, ist ja auch noch mal Schaden oder auch nicht. Du wahrscheinlich keinen physischen Kontakt hergestellt hast oder so, ne? So gut, komm mal her, Onix. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Da. Oh. Ich hoffe, man kann einen Traunfugel hier auffangen. Ich habe noch keins gesehen. Das macht mir irgendwie Sorgen. So, bleib drin, bitte. Danke. Na. Oh. Weißt du, als du mich damals voll erschreckt hast, ne? Warum muss es hier schneien? Er macht alles nur unnötig komplizierter im Moment. Den kriege ich nicht gefangen, glaube ich nicht. Was macht man so einen Superwurf? Ich dachte, ich habe meine Chance irgendwie erhöht mit diesem einen Item, das ich bekommen habe. Jawohl. Oh, nix wurde gefangen. Und Velursee entwickelt sich wahrscheinlich, glaube ich. War in dieser eine Box drin, die Entwicklungsbox. Ja. Und das Ding entwickelt sich in so ein creepy Dingen irgendwie. Also nicht. Guck ich das Ding mal an. Boah. Wie das so da steht irgendwie. Ich finde das voll creepy. Kostur so. Ja. Drückt seine Zuneigung durch Umarmungen aus. Das ist ebenso sympathisch wie gefährlich, da diese zu Knochenbrüchen führen können. Ja, super. So, lebensgefährlich. Warum tut ihr mir weh? Weil wir dich leben. Wenn sich die Erde geben, nimmt es viele harte Gegenstände auf, die seinen Körper erden. Ja, Onix fand ich schon immer irgendwie richtig cooles Teil. Seit er erst mal eine Anime gesehen hat, weiß ich nicht. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, ne? Keine Ahnung, du. Alle Pokémon, die du in der Anime gesehen hast, bevor irgendwie Ash gegen Rocko gekämpft haben, war, weiß ich nicht, Pikachu, Habitax, Tauboga, was gab's noch? Raupi, Safcon. Also, dann kommt Ash irgendwann so in Rockos Arena, ne? Und was? Ja. Da kommt irgendwann Ash in Rockos Arena und was haut dir da raus? Erstmal so ein kleines Kleinstein, auch wieder so ein Mini-Dingen, ne? Dann auf einmal so eine riesige Felsnatei. Ich fand das voll episch damals. Ja, du bist aber 33, aber versuchen wir mal. Ja, kein Problem. Dieser Teil zum ersten Mal gesehen, er war voll ehrfürchtig irgendwie, fand ich.
jetzt sitzt du natürlich zweimal. Das ist wunderbar. Kommen jetzt Ausdauer wieder ein. Ja. Oh, ehrlich. Wie Augen so gezeigt werden, immer wenn er irgendwie mich anpustet oder angreift oder so. Na, warte mal, du bist ein Eis-Pokémon, das heißt, ganz durch Hagel kann nicht erledigt werden. Das ist schon mal gut. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich habe noch ein Sedimantur in meinem Team, also so viel kann jetzt hier nicht schief gehen, glaube ich. Kann allgemein nicht viel schief gehen beim Pokémon fangen. Es ist nur immer eine Frage der Zeit. So, wie lange wirst du mich jetzt hier aufhalten und wie lange wirst du mir jetzt auf die Nüsse gehen? Ich merke gerade, mir gehen die Pokémon ein bisschen aus. Ich sollte mal ein paar neue kaufen. Oh! Ich bin ja eigentlich hier, um die ganzen Orte hier zu erkunden, die ganzen neuen, ne? Ich soll mich jetzt hier nicht so aufhalten mit Fangen. Ich muss ja sowieso gleich nochmal Pokémon Center Bälle kaufen. Ja, ach. Wahrscheinlich mein Tode Gemaru, ja. Hochheilen wieder. Oder vielleicht verreckt. Also ja, komm. Ah. Jetzt ist so Ausdauer, ist klar. So, da ein bisschen Schneesturm sein, als ist ja gerade viel nerviger, als er dein sein muss. Wow, du machst auch Sachen nerviger, als er dein sein muss. Aua! Nein, ich habe Nadelrakete. Ich Idiot. Hast du Ausdauer eingesetzt? Bitte sag mir, du hast Ausdauer jetzt gerade eingesetzt. Ich habe es nicht aufgepasst. Gott verdammt. Ey. Ach. Ich muss Kostur so aus meinem Team nehmen. So, das war nicht gut. So, was kannst du noch entwickeln? Du, ne? Ne, Düsselgor. Immer Düsselgor. Und diese Schallquap-Dinger, die kann man auch so noch fangen. Ich gehe mal kurz nach Engine City, kauf mir ein paar Bälle, damit wir auch wieder fangen können, ne? Da wäre mal eine gute Idee, ne? Das Pokémon fangen, Pokebälle bringen, das ist eine gute Idee. Daumen nach oben, wenn ihr denkt, das ist eine gute Idee. So. Ding, 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 ding. Dann, 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 dann. Da, 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 da. Ach ja, ich kann jetzt neue Sachen kaufen. Ich brauche aber nur Bälle. Ah, sie wollen besser Pokémon fangen können. Hier, nehmen Sie ein paar Hyperbälle. Nein, ich brauche Pokebälle. Mit Hyperbälle können Sie besser fangen. Nein, Pokebälle. Na, was ist jetzt hier neu? Hyperheiler? Ich nehme mal einen Hyperheiler, ne? Und geh mal ein paar. Nein, nicht 200. Nicht 240. So, dann gehen wir wieder rein da oder raus da, nehme ich an, in der Naturzone. Okay. Weil mich verstehen, wie das Wetter irgendwie ja nicht so. Man könnte meinen, irgendwie, wenn sich das Wetter ändert, dass sich dann irgendwie die Pokémon ändern, die man hier fangen kann, aber ich sehe irgendwie nicht wirklich einen Unterschied. Die Dinger laufen immer hier rum. An der Stelle, was ich auch herausgefunden habe, weil es ein bisschen offensichtlich ist, nach ein paar Anläufen hier, die Pokémon außerhalb des Grases sind ein bisschen stärker. Oder ist man nicht schlecht? Gott, da ist schon wieder so ein Teil. Ich würde gerne gegen ein unterentwickeltes Pokémon kämpfen, damit meine Chancen vielleicht ein bisschen besser sind. Perle. Ich habe noch nie eine Perle gefunden. Goldini. Komm schon, du müsstest da jetzt nicht so stark sein, obwohl die leveln die Pokémon wahrscheinlich genauso hoch. Ja. Dass
ich kann ja das Dingen nicht eher bekommen, das Fahrrad zum Surfen. Deswegen haben die wahrscheinlich das Level so angepasst. Du musst mindestens Level 39 sein, um das Fahrrad irgendwie freigeschaltet haben zu können. Also tun wir alle Surf-Pokémon auf Level 39 so packen. Das macht Sinn, ne? Also das stelle ich mir halt vor, ne? Deswegen sind die alle so brutal stark. So, so, aber Goldini, Gyarados, zum Glück habe ich schon eins entwickelt, ne? Muss ich hier gegen Level 40 Gyarados kämpfen? Darauf habe ich keine Böcke. Labras. Ist aber schon krasse Pokémon hier fangen, ne? So, kein Goldini mehr. Ich habe für die Dinger werden ein bisschen schwieriger zu fangen sein. Opa Kraut. So, Gott. Das kann ich auch mal irgendwann mehr machen, ne? Aber nee, lass mal. Was ist das? Huschas? Huschas. Huschas! Ich ersticke hier drin. Ah. Was? So, wenn du jetzt aber keinen Funkensprung aushältst, ne? Du bist ein Huschas, du bist tanky, du schaffst das. Wollte schon sagen, danke. Oh nein, jetzt greift er mich wieder an und kommt Schaden dadurch. Bitte nicht. So, ja. Yeah. Oh, das war ein spezieller Wurf, glaube ich. Ja. Was? Ich habe das doch gehört. Da hat oben irgendwie so gewackelt, als er runtergefallen ist. Aber, boah. Was ist das für ein Kack spezieller Wurf, wenn er nicht funktioniert? Da war schon wieder einer. Da war schon immer so. Ja, der war auch schon wieder. Was? Ey. So, Dusselgo entwickelt sich auf Level 16. Nö. Huschas. Er schwimmt rückwärts, indem er seine Schale öffnet und schließt und ist damit überraschend schnell. Oh, ich glaube, der ist auch rückwärts geschwommen, ne? Interessantes Detail. So, Wingull. Ich glaube, oder haben wir Wingull? Bin ich mir nicht sicher. Ich kann ich jedenfalls nicht angreifen, weil das Wasser flucht. Das heißt, ja, ich muss weg. Nicht sehr, sehr vielleicht ein Donnerschock oder so. Level 43. Ah, oh, Nagelrakete bringt es auch nicht. Donnerwelle. Ihr sagt mir, du hast Flügelschlag und du kannst dich damit selbst verletzen. Ort, ja. Okay, jetzt habe ich definitiv keinen Bock, dich zu schwächen. Weil ich dann voll hochheiz wieder. Und das den Kampf nur noch nerviger macht. No, 43, ey. Haben die eigentlich eine Waffe? So, komm. Komm. Komm! Jawohl. Schwächen. Pff. Hyperbälle. Pff. Pokémon Schwächen, Hyperbälle, Doppelpuff. Es baut sein Netz an Steilhängen und nutzt die Seebrise, um beim Gleiten am weiten Himmel an Höhe zu gewinnen. So, da war noch irgendwas, habe ich gerade gesehen. Nee, das ist ein Augenwinkel. So, Milzer See, Auge. Hallöchen? Alter. Was? Einen sauren Apfel. Oh, cool. Das die Dinger kann man auch so irgendwie kriegen. So. Kommen sie alle so aus dem Boden. Ah! Kommen sie alle so aus dem Boden auf einmal rausgeploppt, ey. Immer ein paar Bären. Ich schüttel mal. Ich schüttel mal so lange, bis da was runterkommt. Okay. Immer weiter, immer weiter, immer noch weiter, 10-mal schon weiter, weiter. Jetzt kommt da was runter.
voll auf mich zugeflogen, als gar nicht normal runtergefallen ist. Voll eine Kurve runtergeflogen, habt ihr das gesehen? Du bist Level auch, ja, du bist auch hochgelevelt. Jetzt nicht so hochgelevelt wie die. Ich habe so das Gefühl, dieses Drachen-Pokémon, ich habe den Namen von dem Teil vergessen, aber ist bestimmt Level 50 oder irgendwie so was Krasses. Boah. Sender Bonbon. So, Pelipper, ne, hab ich keinen Bock. Natürlich lieber einen Wingull entwickeln. Ich meine, so hoch gelevelt, wie ich das gefangen habe, macht das irgendwie Sinn, ne? Das ist ein Gold King. Der erinnert mich. Ich war noch ein Goldini. Komm. Ich war noch ein Goldini, Goldini, Goldini. Mit der Pornostimme. So. Hey. Überfahren. Roadkill auf dem Wasser. Was? So, du. Ich kann nicht vorstellen, dass das wirklich irgendwie so schwach ist. Hat nicht mal einen Angriff überlebt. Ach. Oh, nee. Ja, macht das doch noch nerviger, ja. Ja, warte, Donnerwelle. Wie sich mein Pokémon immer umdreht, als würde er irgendwie so einen riesen Furz ablassen auf der Teil. So, ich war beim Ball. Und ich müsste ja eigentlich, ich nehme jetzt mal an, du entwickelst dich zu Gold King relativ früh. Ich müsste dann eigentlich den nur ein Level abgeben, dann könnte sich schon entwickeln, ne? Dasselbe mit Mushas. Ne, Mushas braucht, glaube ich, einen Wasserstein, ne? Das ist irgendwie voll komisch. So, seine Brustrücken und Schwanzflossen bewegen sich anmutig. Das nennt man es, da nennt man es den Wassertänzer. Goldini, Goldini, Goldini. Jetzt so ein Strip auf dem Wasser rum. So. Karte. Ich dürfte es etwas einfacher machen. So, hier ist noch was zum Wassergebietchen. So. Mini-Pilz. Milotix-See. Dann schwimmen doch ja bestimmt Milotix rum, ne? Bist du? Ja, hab ich schon. Skunkapo. Maschok. Ja, was haben wir denn hier noch? Ich glaub, da waren, ja. Ich gerade entwickelt. So gerade. Hm. Ist mir aber. Versuchen wir. Ja, ich muss mal die restlichen Gebiete erkunden. Ich darf mich nicht nur sidetracken lassen, ja. Ich weiß noch, als wir gegen so ein Ding gekämpft haben, gegen so ein Dynamax Mirbe. Das war krass. Ich habe ganz knapp verloren. So, komm. Sieht gut aus. Ja, einmal kann noch. Sehr gut. Jetzt schwächt das Ding nicht mit Angriffen. Erdbeben. Alter. Okay, ist Level 43, ne, aber krass. Oh, da ist auch viermal effektiv, stimmt. Ja. Ich hoffe nur, ich fange dich jetzt, weil sonst könntest du mir Probleme bereiten. Es wäre dann das zweite Mal, dass mir jetzt mir Probleme bereitet. Das Ding ist schon wieder ein super Wurf gewesen. Ey, was ist das? Er bringt überhaupt nichts. Hau. Oh. Oh, komm schon. Warum macht mir das Ding hier? Vor allem ins Meer, ey. Ich mal das Ding an, ey. Von allen Viechern auf der Welt kommt das hier und macht mich hier fertig. Ja, ich kann nicht viel machen gegen das Teil. Jetzt nur hoffen, dass ich das Ding fangen kann.
Ansonsten gibt es ja Probleme. Es bleibt drin, Kollege. Na, er haut ja mein ganzes Team weg. Habe ich den Herrscher des Meeres hier ausgefordert wird. So, bleibt drin, verdammt. Na. Danke. Okay. Da will ich doch eigentlich nur den einen Ort hier nur erkunden. Verdammt. Na, Dusselgrow, du entwickelst dich doch jetzt bestimmt, oder? Nö. Sein schleimiger Körper ist schwer zu greifen. In einer Region sagt man, ist aus dem gehärteten Schlamm entstanden. Aber in welcher? So, hi. So. Triperle. Aber die musst du schon einmal abgeben hier. Mit diesem einen Händler. In Passbeck? Passbeck, ne? Aber ich hatte nie eine. Okay, das war schon ja, ne? Ne. Der Brücke ist noch was. Warte mal, welche Brücke? Ach, da. Oh Gott. So, Galini. Schmierberg, geh du mir bloß weg, ey. Oh Gott. Ja, Sandsturm. Okay, oh Gott. Liegt irgendwas, danke. Da ist ja eigentlich jetzt nur noch da oben, der Ort ist jetzt übrig, ne? Bist du ein? Oh, Dings, weil mehr. Weil mehr, den Namen vergessen. Ihr wisst schon, ne? So. Der Lachs scheint wirklich jedes Mal hier. So, jetzt eigentlich nur hier ein, ne? Dann haben wir schon alles. Und da ist ein Rion. Hm. Was hat Pion Score? Ah! Diese Dinger, die immer mitten aus nichts auftauchen, ne? Die ganzen Beine mehr noch fangen und links. Wahrscheinlich auch wieder voll überlevelt sind, ne? Oh, hier ist auch noch was. Gott. Das Teil habe ich auch noch nicht. Hallöchen, na? Oh, ist eine TM? Ist ja TM. Fußtritt! Fußtritt! Blutig. Einen duftigen Pilz. Oder vielleicht ist das einfach nur ein Pilz, der voll Duft ist. So. Dann gehen wir mal hier hin. Ja, Mann, hier sind keine neuen Pokémon, also. Aber könnten Neubären sein wahrscheinlich. So, ich hör mal auf. Ich weiß nicht genau, wenn er schon so stark am Wackeln ist, dann sollte man das vielleicht nicht weitermachen, ne? Wo ich weiß ja nicht genau. Gut, dann haben wir das hier so gut wie erledigt. Müssen jetzt noch diesen einen Ort hier erkunden. Aber ein FM Dreck. Pokémon sind alle im Eimer. Keine Ahnung, irgendwie kannst du ja nur vernünftig rumlaufen, wenn du irgendwie voll ein starkes Pokémon hast, wenn du irgendwie fangen kann. Also anders macht es das hier ein bisschen schwieriger als so. Gott. Was bin ich hier reingefahren? Frobel. Nichts, das dich schwächen kann, glaube ich. Ne? Du bist bestimmt voll hoch gelevelt. Ne? 30, das geht eigentlich noch. Käfertrutz, versuch mal zu fangen.
Ja. Natürlich hagelt es hier wieder, merke ich gerade. Okay, komm her. Volltreffer. Versucht hat dein zu fangen. Versuchen wir mal Taumeltanz. Oh, warte, das ist ein Angriff, oder? Nee. Nee, er verwirrt mich nur. Genau, stimmt. Ja. Ja, gucken wir mal. Komm her. Und den muss doch ein unterentwickeltes Pokémon, ne? Muss doch einfach zu fangen sein. Oh Gott. Und ja. Was? Boah, du. Du Vollidiot. Hey. Oh, ich wollte das Viech fangen, du Blödmann. Das gibt's jetzt nicht. Haut der ab, einfach. Ey. Und die Kalauch. So, hier waren wir noch nicht. Ich meine, ich habe ja schon eine TM irgendwie gesehen, einmal als ich hier durchgelaufen bin, nach unten vielleicht. Wutanfallsee. Okay, wo ist hier ein Garados, wollte ich eigentlich einsammeln. Ja, das habe ich schon gesehen. Alter. Dunkelklaue. Ja, einige Terms sind gar nicht schlecht, die wir gefunden haben in letzter Zeit. Hi. So, lass mich das mal hier einkassieren. Ist ja gar nicht am Wackeln, ist ja. Okay, weiter. Aufhören. So. Ist nur dieser eine Ecke, dann sind wir fertig. Dann können wir im nächsten Part weitermachen. Vielleicht durch wieder einige Pokémon zur Entwicklung hier vorbereiten. Ich weiß es nicht. Hallo. Eine Riesenperle. Das ist noch ein TM, glaube ich. Schon wieder dieses Viech. Ne, ist keine TM. Ein Fokusgurt. Den habe ich schon. Ehrlich? Ein Psyaner? Cool. Ein Funkelstein. Und ein Eisstein, was? Ein Blattstein. Okay. Immer alle Entwicklungssteine, krass. Okay, wenn die alle respawnen, dann wäre das gar nicht schlecht, ne? Dann ein Evoli-Gebiet oder was? Offensivweste. Einfach, aber es kann keine Staatsattacken einsetzen. Das ist doch nicht schlecht, ne? Sagen ich ein sehr hartes Competitive Item. Ich bin nicht irre. So cool, jetzt sind wir ja fertig, glaube ich. Das erste. So, wie sieht unser Stand aus? Wir haben 116 Pokémon gefangen und 218 gesehen. Also wir haben schon mehr Pokémon, also die Hälfte der Pokémon, die wir gesehen haben, haben wir schon gefangen. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Und wie gesagt, ich werde dann wahrscheinlich einige meiner Pokémon zur Entwicklung vorbereiten. Jetzt müssen wir immer wieder noch was Neues hier haben in den nächsten Parts. Und ja, wir werden ganz langsam unseren Pokédex so gut wie möglich vervollständigen. Was ist das schon wieder da hinten? Das sieht schon wieder voll extrem aus da.
Ich würde mal sagen, so sobald wir irgendwie Story durch haben, tun wir uns mal hier so richtig auseinandersetzen mit dem Fangen und so. Ich meine, bis dahin werden wir schon irgendwie Dutzende Pokémon gefangen haben, die schon so über Level 50 oder so sind. Da kann ich wortwörtlich jedes Pokémon ins Rennen schicken, das irgendwie fangen kann oder so. Ja, dann sind wir, weiß ich nicht. Wird ja wohl eins zu finden, der irgendwie Trugschlag hat oder so, mit dem ich auch 50 Pokémon fangen kann oder so. Und ja. Ja, das sieht ein bisschen extrem aus. Wahrscheinlich was voll seltenes und ihr schreit jetzt hier drauf, ey, du musst das machen, das ist nur limitiert oder so, aber wenn ich nicht weiß, was da drin ist, dann nee. Weil nicht. Alter. Gut, was war das? Okay. Ich wollte schon sagen, das hat so herausstechende Farben. Gut. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit der Story. Und gucken dann mal, wie es weitergeht, so in der Welt der Pokémon, ne? Ging das nach dem Plan? Ja, finde ich auch. Gut. Dann machen wir das in der nächsten Folge doch, ne? Und ja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.